So, mit etwas Verspätung, herzlich willkommen zum Abo-Watch im März 2016, mittlerweile schon im April, aber einen der Titel könnt ihr sogar noch runterladen aktuell. Deswegen halten wir es relativ kurz dieses Mal, nachdem wir eh schon später dran sind. Es gab ja den ganzen Monat über Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Das gibt's jetzt leider nicht mehr. Dazu haben wir auch schon mal ein bisschen Footage auf der PS4 aufgenommen. Wir haben dazu ein Testmuster schon mal erhalten gehabt. Und das wird dann in den nächsten Tagen mal online gehen und dann könnt ihr euch das im Kanal anschauen. Dazu wird es jetzt heute in der Form nichts geben. Styx Master of Shadows gab es hier schon im letzten Monat, vom 16. Februar bis zum 15. März. Dazu haben wir auch schon was gemacht im Juli 2015 im Abo-Watch. Bei den PS Plus Spielen war das mit dabei. Für die PS4 gab es das damals umsonst. Könnt ihr euch da dann angucken. Lords of the Fallen gibt es jetzt seit dem 16. März bis zum 15. April. Gibt's also noch zum Runterladen. Spielen wir gleich mal rein. Das sind die ganzen Xbox One Titel, die es also im März gab. Und im März gab es für die Xbox 360 zwei Titel wie immer. Bis 15. gab es Supreme Commander 2 und bis zum 31. dann Borderlands. Borderlands habe ich leider verpasst. Können wir also nichts zu machen. Supreme Commander 2 werden wir mal kurz reinspielen. Das sind also zwei Spiele, wo wir reinspielen. Lords of the Fallen und Supreme Commander 2. Legen wir direkt los mit Lords of the Fallen, das es noch bis zum 15. April zum Runterladen gibt für die Xbox One. Soweit ich weiß, von Deck 13 entwickelt, dem Hamburger Entwicklerstudio, die sonst nur so Adventures machen. Nur so sehr hochqualitative. CI Games hat es, glaube ich, gepublished. Gehört zu Deep Silver und Koch Media dazu, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist so ein bisschen das deutsche Dark Souls, so sagt man es zumindest. Ich habe Dark Souls nie gespielt, ich habe Demon's Souls mal angespielt, aber das Spiel auch noch nicht. Deswegen schaue ich erstmal in die Options rein. Passt eigentlich alles. Ich würde gerne hier einmal nach rechts wechseln. Subtitles machen wir an. Ich habe es jetzt mal auf Englisch. Lassen wir jetzt einmal so vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es umstellen kann. Kann man nicht. Müsste ich die Systemsprache ändern. Also meine Region, und das ist mir jetzt zu umständlich, ganz ehrlich. Und meist klingt es ja eh auf Englisch am besten, selbst wenn es ein deutsches Team ist. Man muss hier also seinen magischen Typ erstmal auswählen. Also den Magietyp und das Equipment. Wir können uns hier entscheiden zwischen Brawling, Deception und Solace. Gucke ich mir kurz die Unterschiede an. Also der Prayer Skill ist wohl der gleiche in allen Klassen. Sonst kann man hier zum Beispiel mit dem Roten geht es um pure Gewalt, also ist mehr so der Krieger. Das Grüne ist dann mehr die Magie. Und das ist mehr so der defensive Magier. Mostly defensive spells to heal and protect yourself. Also der Heiler so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob man mehrere Leute steuert oder also eine ganze Party oder nur einen. Wahrscheinlich nur einen. Weiß ich jetzt auch nicht, hätte ich gesagt. Deception Magic Type. Krieger ist mir ein bisschen zu lahm, immer nur Krieger. Mich mal den hier. Ah, okay. Set of Warrior, Set of Rogue, Set of Cleric. Cleric. Das sind die drei Klassen dann. Hier, das ist nur der Magietyp anscheinend. Dann bleibe ich bei Heilmagie. Und dann kann man sich noch eine Klasse wählen. Also entweder den Krieger, den Dieb oder Assassine. Oder eben hier den... Da ist eigentlich auch ein Krieger. Ich weiß nicht, was Cleric auf Deutsch heißt. Krieger ist mir zu lahm. Ich nehme mal den Rogue, quasi mit Defensive Spells. Schauen wir, wie das wird. Das Ganze gibt es auch auf Steam und auch für die PS4. Das ist, glaube ich, schon im vorletzten Jahr erschienen. Bin noch nicht dazu gekommen, es mal zu spielen. Ich habe es zwar auf Steam, aber dann kommt ja meistens nicht so dazu.
Jetzt gibt's wahrscheinlich ein schönes Render-Intro. Das Ganze ist mehr in so einem Mittelalter-Setting, jetzt nicht so fantasy-mäßig. Es ist mehr so ein bisschen geerdeter als jetzt zum Beispiel ein Souls-Spiel. Habe ich gehört zumindest. Fallen God, Creator and Destroyer of Worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. Monasteries ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Jo, da sind wir schon im Spiel und ganz wie in Dark Souls gibt es auch schon, beziehungsweise Demon's Souls war es so, einen fetten Bosskampf. So, Moment, was da? Fighting a Roga is quite a good challenge. To learn the basics, approach the Marauder just ahead using left stick. You don't need help now, just press B. Okay, first rule of combat is focus. Focus your senses, land camera, end camera on your opponent, press R. Brackets, okay. Blocking. Das ist natürlich das Wichtigste. Blocken. Kennt man aus den Souls-Spielen. Try fast hit with RB. Don't stop now. If you press again, the next attack will follow on smoothly. Okay. Evasion. Tilt the left stick to either side. Holding it and press A. Okay, die Seitwärtsrolle. Kennt man ja. Heavy strikes work similar. The first ones just take more time. Press RT to really hurt the Marauder. Bam. Can follow up with RT. Oh, das ist nicht. Second rule of combat is management. The orange bar at the bottom of the screen is your energy. Keep tracking it while fighting. It regenerates, but most actions consume it by the way. Congratulations on your victory. Press
A to start your adventure. All three bars at the bottom, health red, energy orange and magic blue, can be leveled up. Jo, ich hoffe, dass ihr Englisch könnt. Also Lebensenergie ist rot, die Energie ist orange, also mit Energie meinen die wahrscheinlich die Ausdauer. Und die Magie ist blau, die kann man auch aufleveln. Also man kann die erweitern, so wie in Zelda, dass man Herzteile sammelt. So eine Art. Das ist jetzt schon ganz stimmungsvoll. Ich bin aber nicht so der Fan von Fantasy-Spielen. Das ist so ein bisschen wie mit Zweiter Weltkriegsspielen Anfang der 2000er. Es gab einfach viel zu viele und kickt mich irgendwie nicht mehr so. Okay, ich kann auch mit LT so ein Shield Bash machen oder wie? Nimmt mir auch Ausdauer weg, wie man sieht. Blocken L1, also LB. Ich zeige mal die PlayStation-Tasten. Also wir sollen mit Kaslo reden. Oh, was ist das hier? So ein bisschen wie der Beacon in Halo, der einem den Weg weist. Bist du Kaslo? Oh, man kann so wegdashen mit... Wenn ich jetzt nach hinten drücke und A, gerade ging's. Oder wenn ich nur A drücke. Kann ich ein bisschen Distanz zwischen mir und den Gegner bringen? It's locked. You're still losing blood, Kaslo. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. We didn't come all this way to see you could die on the doorstep. I've treated injuries like this one before. I'll deal with it once we get inside. Oh, diese ganzen Fragen, nee, habe ich extra keinen Bock drauf. There must be some way to open this door. A switch perhaps or a key. Was auch sonst? Vielleicht auch eine Codekarte. These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. Audio notes. Sickening to see them move. Their limbs twist and turn. Ach so, die spielt schon. They're not supposed to. And their smell. It's like fire, death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned. It burns deeper into me. Ach so. Was, nichts nehmen? Health Potion? Nee. Verstehe, ich drücke einmal kurz X, dann kann ich hier durch meine Items swappen. Wenn ich gedrückt halte, kann ich es dann verwenden. Also nicht mit dem Steuerkreuz, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Mit dem Steuerkreuz macht man irgendwie nichts. Suchen wir mal nach dem Schlüssel für das Tor oben, für die Tür. Die Musik ist so lala, dümpelt so vor sich hin. Zeigt jetzt nicht wirklich Spannung. Okay, jetzt. Come on, my toes. Okay, ist gut, die sind jetzt nicht so schwer. Ist da noch einer? Nö. Sehen so ein bisschen aus wie die Klicker aus Last of Us. Vielleicht. Nur noch fieser. Oh, zeigt er mich, oder was? Aber nicht gut. Hat ein bisschen Energie abgezogen. Aber ich blocke doch. Hab ich jetzt nicht verstanden. Drink your potion will get you part of the health. Okay. Brauche ich jetzt nicht. Oder? Nee, noch nicht. Aber ich verstehe nicht, warum er nicht geblockt hat. Der hätte mich ja einfach so angreifen können. Vielleicht muss ich ihn so weghauen. Ja, wo ist jetzt hier der Schlüssel? Kann ich ins Feuer rollen? Nö. Kein Feuerschaden. We need to find a way to get to the other side. Kann ich den runter bashen? Warte. Hier mit dem? Nö. Prayer? What? Okay, wenn ich B gedrückt halte, passiert das. Boah. Nicht schlecht. Ist schon ganz geil. Hoffentlich teilt er auch ordentlich Damage aus. Hier können wir nicht durch. Also grafisch ist das Spiel schon echt ganz hübsch.
Habe ich was eingesammelt oder was? Nee. Das ist nur mein Minion, der jetzt quasi wieder abgehauen ist. Jetzt ist er wieder ready. Also doch, kann man doch relativ häufig einsetzen. Oh, ich finde den Kackschlüssel nicht wahrscheinlich. Ich muss einfach nur hier runter. Oh, Motherfucker. Okay, immer LB gedrückt halten. Oh, meine Energie, Mann. Jetzt muss ich hier raus. Muss ich mal hier eine Potion einsetzen. Sind wir schon wieder voll. Okay, die bringen sehr viel, die Potion. Das wird vielleicht auch mal... So, den hier. Oh, okay. Jetzt macht er einen harten. Mein Blatt. Gut. Die röcheln dann immer noch so. Dann denke ich immer, kommt schon der nächste. Gibt's hier noch Loot? Gibt's keinen Loot zum Einsammeln. Apropos Loot, Borderlands, wie ich erwähnt habe, werden wir nicht spielen, aber wenn ihr Borderlands 2 sehen wollt, da haben wir ein kurzes Let's Play, das wir zu dritt aufgenommen haben, mit Isaac und Gwonum, die ihr schon aus anderen Let's Plays kennt und auch aus anderen Reviews. Das könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Das werde ich vielleicht mal verlinken. In der Videobeschreibung. Alter, wie geht der denn ab? Okay, das war eine ganz gute Kombo. Hab ich ihn. Ah, man steckt schon einiges an Schaden ein, was man blockt. Verstehe ich nicht. My skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins. More like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Okay, ich verstehe es. Ich habe einfach zu den falschen Zeitpunkten immer geblockt. Deswegen habe ich so viel Health verloren. Wenn man das gut timet, geht es eigentlich einigermaßen. Schauen wir nochmal. Hau zu. Mach ich hier noch einen Heavy-Schlag. Oh, jetzt ist die Ausdauer schon wieder weg. Ist gerade ein Schild kaputt gegangen. Wow, 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 wow. So war das nicht ausgemacht. The fires on the horizon, they are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. Oh, challenges, okay. Always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Also es gibt hier Challenges, die verteilt sind, da muss man aber wieder wow, zurückkehren. Okay, jetzt nehme ich doch mal meine Health Potion, meine letzte. Jetzt müssen wir es aber auch schaffen. Boah, gleich so ein Dicker hier. Boah, die Kamera ist nicht so geil. Jetzt hau zu, hau zu, hau zu. Ah, fucker. Man ist schon sehr behäbig. Oh, jetzt bin ich tot. Ja. Scheiße. Gibt es zumindest ein Achievement, dass man das erste Mal gestorben ist. Ich finde das mit den Achievements ziemlich kacke bei der Xbox, dass man dann die Untertitel nicht mehr lesen kann. Ist nicht so geil gemacht, da unten so. Och, wieder hier, okay. 100%, 385. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, dass man seine Seelen verliert oder sein Equipment, sein Gold. Ich habe auf jeden Fall wieder alle Magietränke. Heiltränke. Muss ich jetzt wieder runtergehen, okay. Oh, okay, hallo. Ah, die Kamera ist ja ziemlich kacke. Ganz ehrlich. Die muss man immer nachjustieren, das ist ja dumm. Dass sie nicht auf dem Gegner drauf... Okay, wenn man R3 drückt, also rechten Stick, dann geht das. Dann fokussiert es den Gegner. Ah, bin ich scheiße, ey. Ich bin ja richtig schlecht. Okay, ich muss da weg, Mann.
Hä, ich habe sogar meinen Trank genommen. Der hätte viel gebracht. Naja, da sind wir wieder. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Doch. Da ist ja keiner. Okay. Fokussiert. Schild draußen. Warten. Jetzt warten. Nochmal warten. Jetzt richtig. Ah, fucker. Ich hab's noch nicht drauf. Oder raus. Drauf schon. Vielleicht. Dreimal nicht. Penner. Ja, ich blockiere doch, du Spasti. Oh, Falschtaste. Oh, geh doch einfach weg von ihm. Ich will doch weggehen, Mann. Ja, hau zu. Warte da ewig. Gleich habe ich ihn. Jetzt habe ich dich. Sau. 120 XP, ob sich das gelohnt hat. Okay, die Physik ein bisschen seltsam. Ist ein Fantasy-Spiel. Kann man vieles entschuldigen. Jetzt wieder hier durch. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Kann die Kamera jetzt fokussieren? Wo haut der denn? Bist du besoffen oder was? Wir schon immer auf der Hut sein. Schön gefinished. Kurz warten. Ausdauer regenerieren. Wo ist der nächste? Da unten, oder? Ah. Ah, Sounddesign nicht so geil. Man kann nicht so gut abschätzen, wo die Gegner sind. Und die Musik ist sehr monoton. Okay, zwei Gegner ist nicht gut. Komm, den mach ich direkt platt. Geil. Ausdauer. Fokussieren. Oben ist wieder einer, oder? Hab ich das richtig gesehen? Ja, das ist einer. Okay, da ist was. Energy Shard, okay. Okay, wenn es von hinten ist. Das mach ich einfach platt. Geil. Droppt der auch was? Muss er wohl immer Y gedrückt halten. Auf den kann ich noch nicht fokussieren, muss ich näher ran. Oh, da ist wieder. Energy Shark wahrscheinlich. Ne, Fire Resistance Shark. Aber oh, das ist ja einiges. Ich nehme das zurück mit dem Loot. Ich muss es nur finden. Muss wohl ein bisschen stehen bleiben, bis dieses Y-Prompt kommt und dann kann man Sachen einsammeln. Okay. Scheint ein bisschen schneller zu sein als die Souls-Spiele. Jetzt nicht so schnell wie Bloodborne. Das habe ich hier ein bisschen gespielt. Das habt ihr im Let's Play vielleicht auch bei uns gesehen. Ah, Motherfucker. Hat er wehgetan. Aber es macht schon Spaß. Auch wenn ich natürlich direkt gestorben bin. Aber das gehört ja zu dem Spielprinzip dazu. Oh, Motherfucker. Okay, locker. Schön. Noch einer. Ich schau mal, dass ich immer nur einen hab. Blocken. Weil sonst wird es dann schon ein bisschen eng. Gibt jetzt nichts für mich, oder wie? Dann gibt's so. Nee. Ist da noch einer? Hier ist wieder das Challenge-Ding und hier ist jetzt der Dicke. Oh je. Das was wird. Bin ja mal gespannt. Ah, jetzt kann ich mal meinen Spell. Wie mache ich den Spell? B. Mach ich jetzt. Ah, falsches Timing, Alter. Oh, oh. Weg, weg, weg. Ist weg. Ist, ah, kommen wieder Viecher nach. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr seid doch... Wie soll ich denn das schaffen, hä? Fokussier doch nicht immer, du Idiot, wenn ich weg dann will. Okay, bin ich wieder voll.
mache ich jetzt meinen Schutzpatron. Okay, der haut jetzt auf den einen. Nee, der macht ja gar nichts. Das soll ihn wohl bloß ablenken, okay. Effektiv. Oh, jetzt geht er wieder auf mich. Ficker. Oh, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg. Ah, Mann, jetzt geh doch weg, die scheiß Kamera, ey. Nie mehr schön. Dann wieder mein Spell. Dann heile ich mich. Jetzt geht der Penner wieder. Ich hab geblockt, ey. Was soll die Scheiße denn? Und für was steht er jetzt da? Okay, gut. Nein. Ja, jetzt habe ich ihn platt gemacht. Pisser. Da bin ich ein bisschen Loot. Nix. Jetzt kann ich hier die Challenge machen? Nee, kann ich auch nicht. Hat mir also nichts gebracht. Return to Kaslo. Soll ich jetzt wieder zurücklaufen? Jetzt sind ja wieder Gegner. Okay, ich versuche auszuholen. Nee, es war die falsche Richtung. Wo bin ich denn hergekommen? So ein Stress, ey. Okay, die respawnen nicht. Das war einfach eine neue Area. Hier muss ich hin. Und dann die Treppen hoch. Okay. I found a key. Geil. What are you waiting for? Open the door. I could use some help. Here. This might be useful. Was hat er mir jetzt gegeben? Weiß ich nicht. Aber er hat mir Heiltränke, glaube ich, wieder gegeben. Nehme ich mir wieder an. Okay, was jetzt? Gut. Kommt jetzt mit? Kommt nicht mit. Wir haben jetzt noch so 5 Minuten. What are you waiting for? Wissen wir das? Support me? Ach, der gibt uns immer wieder neue. Ah, cool. Neue Heiltränke. Vielleicht komme ich ja noch mal raus dann, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so geht. Geil. First Warden. Okay, das ist jetzt der richtige erste Boss. Boah, lass mich in Ruhe, Mann. Immer alles kaputt. Okay, Kamera zentrieren. Okay, ja. Blocken hilft da, glaube ich, nicht viel. Da muss ich schon ausweichen. Jetzt hau zu. Ach, scheiße, ich drücke mal X. Falsche Taste. So. Okay, jetzt. Passt. Wisst ihr, was habe ich schon abgezogen? Oh, wow, wow. Ich muss echt auf die Ausdauer achten. Ah, oh, jetzt hat er mich getroffen. Allein mit so einem Streif war schon ein Viertel von der Lebensenergie weg. Ja, bla. Und jetzt hau ich mal ordentlich drauf. Weg. Jetzt hau drauf. Ah, mit der Ausdauer, ey. Muss ich echt nur ein bisschen schauen. Ich springe aber wie wild rum. Bin das nicht gewohnt, dass ich auf die Ausdauer so achten muss. Jetzt hau drauf. Jetzt wieder weg. Ah, oh, das war nix. Jetzt. Ah, ich brauche eine Fernkampfwaffe. Das ist doch scheiße so. Jetzt muss ich schnell hin, aber scheiße. Okay, er regeneriert sich wenigstens nicht. Aber seine Gesundheitsleiste ist ein bisschen aufgeteilt.
Okay, jetzt muss ich weg. Also kann ich mir vorstellen, dass irgendwas passiert, dass er mehrere Phasen hat. Ich weiß nicht, wie das läuft. Weg. Ah, war nix. Ich nehme jetzt noch nicht meinen Heiltrank her. Okay, mal schauen, was passiert. Oh. Habe ich echt getroffen. Glücklicherweise macht er mit seinem Schild nicht wirklich Schaden. Eher mit dem Schwert. Oh, jetzt hat er mich. Oh, wow, 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 wow. Nimm. Okay. Das läuft ganz gut. Finde ich jetzt. Habe ich schon fast zwei. Aha. Ah, weg. Ah, das war schlecht. Schon fast die Hälfte weg. Ja, das ist schon ganz cool eigentlich. Ganz cool. So mehrere Angriffe, die man hier kontern muss. Das ist eigentlich der Timer, aber wir machen jetzt mal den Kampf noch fertig. Egal, ob ich sterbe oder ob er stirbt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das könnten wir schaffen. Weg. Ah, das war schlecht von mir wieder. Jetzt machst du eine neue Attacke, oder wie? Ich heile mich mal lieber. Zwei Tränke habe ich aufgebraucht, die Hälfte habe ich von ihm abgezogen. Zwei Tränke habe ich noch. Das könnte was werden, aber muss ich schon jetzt aufpassen. Oh Mann, das war schlecht. Ah, fuck. Das bricht mir das Genick wahrscheinlich. Man muss hier echt Acht geben. Ja, jetzt muss ich schon fast wieder einen Trank nehmen. Sonst ist die Energie weg wahrscheinlich. Ha, diese Bänke halt auch nicht. Weg, weg. Boah, ich nehme jetzt einen Trank. Das ist mir zu risky. Puh, ob ich das schaffe? Weg. Weg. Mann, ey. Hast du mich nicht getroffen. Penner. Aber jetzt sind wir immer noch einen Tacken zu behäbig. Muss ich mich noch dran gewöhnen. So. Framerate geht ziemlich den Bach runter, merke ich gerade. Also so ein bisschen. So vielleicht von 30 auf 25, 20 runter. Frames. Auf dem PC vielleicht doch geiler. Okay. Ah, okay, zurück. Oh, habe ich sein Schild kaputt gemacht. Oh, jetzt macht er eine neue Form. Wow. Hast du dich gleich ausgetanzt? Dancing with the Warden. Er ist schon ganz schön agil, so. Aber wenn er kämpft, dann wieder nicht. Ich hab Schiss. Okay, jetzt schnell hin. Ah, das war scheiße, war ich zu weit weg. Ah, macht wieder seine Pirouetten. Okay, mach wieder, hau wieder auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden, Mann. Oh, das ist nicht gut. Ich bin viel zu nah. Scheiße! Das war ein geiler Jump. Ich finde das nicht so geil, dass man mit dem rechten Stick die Kamera dezentriert, weil dann muss ich hier runtergehen von A, wo ich nochmal die Rolle mache. Das ist eigentlich unklug. Wäre besser, wenn man mit dem linken Stick reindrückt und dann dezentriert man die Kamera. Ich weiß nicht, kann man die Buttons frei einstellen? Mein Gott, immer diese dumme Menüführung. Controller Layout. Default, Alternative. Naja, okay, gut. Das kann man ändern. Use. Ah, man kann auch direkt Use machen, okay. Aber das mit der Kamera ist immer mit dem rechten Stick, das ist dumm. Ah, man kann es jetzt hier auch mit dem Steuerkreuz machen. Und dass man nur. Dass man mit dem Steuerkreuz auswählt und dass man mit der X-Taste könnte ich es dann benutzen, aber jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Also. Schade, dass man es nicht frei belegen kann, aber auf dem PC mit X-Padder wäre das wahrscheinlich kein Problem.
The First of Rogar Lords. Oh fuck, jetzt habe ich wieder X gedrückt zum Zuhauen. Wäre die perfekte Möglichkeit gewesen. Penner, ey. Wo sind denn meine... Habe ich die jetzt eingesetzt? Scheiße. Okay, warte. Jetzt hin. Ah, zu lahm. Okay, bla bla bla. Jetzt überziehen wir aber ganz schön schon für das Spiel. Jetzt hau doch einfach mal auf den Boden und dann mach ich das. Ha, schön ausgewichen, aber beim zweiten Mal nicht. Okay, noch einmal, dann habe ich dich, glaube ich. War schon ganz nett präsentiert, auch optisch ganz schön. Framerate nicht so geil jetzt auf der Xbox One bei den fetten Kämpfen. Aber kann man ja verstehen bei der Optik, dass es mal ein bisschen runtergeht. Boah, bin ich schon sehr nah dran. Das ist nicht gut. Ah, ich bin viel zu nah dran. Geh doch einfach mal weg da jetzt! Ich will ihn jetzt platt machen. Jetzt. Okay, erwischt, Bitch. Irgendwelche Blut-Magie-Bälle raus aus ihm. Und wir sterben trotzdem. Ja, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr das Spiel selber weiterspielt. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen spielen. Eventuell auf dem PC dann, wo die Framerate ein bisschen besser ist. Das war der First Warden von Lords of the Fallen. Von Deck 13. Und jetzt haben wir ein fettes Schwert, glaube ich, bekommen. Great Sword. Das würde ich gerne noch equippen, mal kurz nochmal zeigen. Weiß nicht, wie kann man denn, wo ist der Equip-Screen? Ah, ich kann hier wechseln mit Y. Zwischen zwei Daggern und Dagger und Schild. Aber mit dem Backbutton, ah, da habe ich, das kennt man, das kennen wir aus Van Helsing. Incredible Adventures of Van Helsing hat ein ähnliches Interface. Persistence Great Sword. Geil. Jetzt haben wir hier dieses Feuerschwert. Bam, bam, bam. Ist ein bisschen behäbiger und verbraucht sehr viel Ausdauer. Aber ganz geil. Character Development. Ja, das machen wir jetzt alles nicht mehr. Wie gesagt, wir haben jetzt schon viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Ja, okay, wie kriege ich die Kacke jetzt weg? Ich hoffe, er hat gespeichert, das spiele ich dann an anderer Stelle mal weiter. So, und dann gab es eben noch bis zum 31. Nee, ich meine, bis zum 15. März gab es Supreme Commander 2 von Creative Assembly, soweit ich weiß, die auch Total War Warhammer bald rausbringen. Und das war ein Konsolen-Strategiespiel, auch für den PC, aber eben auch für die Xbox 360. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel drüber. Gibt aber eine sehr eingeschweißte Supreme Commander Community. Seit diesem Spiel und diesem Add-on, was dazu, glaube ich, noch kam, hat man nichts mehr von der Serie gehört. Vielleicht kommt da noch was nach. Jetzt, wo es auch für Gold ist, beziehungsweise war. Und wahrscheinlich jetzt auch mehr Leute kennen. Machen wir mal vielleicht noch 20 Minuten. Wenn das ganze Video nicht zu lange wird. Oh, es ist von Gas Powered Games. Ich habe Schmarrn erzählt. Das sind die Chris Taylor, die Dungeon Siege 1 und 2 Macher. So, starten wir einfach mal mit der Kampagne. Tutorial am besten mal. Camera Commands and Building. Die Framerate.
Weiß auch nicht. Gefällt mir gerade nicht so gut. Schauen, wie sich das steuert. Es gibt ja ein paar ganz gute Konsolenstrategiespiele. Besonders auf der Xbox mit Halo Wars, was ich nie gespielt habe. Gab ja dann so ein paar andere Spiele noch. Act of War zum Beispiel. War ganz beliebt auf der Konsole. Welcome to the Quantum Vision Works Armored Command Unit Simulator, or QVACUS. It is brought to you by Quantum Vision Works, a division of QAI Industries. Quantum Vision Works, creating a better tomorrow for you today. This simulator is designed to teach you the basics of the battlefield using our patented Open World Environment Network, or OWEN. First, you need to become familiar with some of the methods for viewing the battlefield. Let's start with panning, also known as scrolling. Explore OWEN using the pan interface. Mit dem Left Stick, okay, macht Sinn. Und mit dem rechten Stick kann ich rauszoomen und drehen. Good job. Finally, you can zoom in or out to get a closer or wider. Ja, ich würde es gerne skippen. Geht leider nicht. Ja, ja, habe ich das schon. Oben sehen wir schon Ressourcen anscheinend. Ich schätze mal, der Blitz stellt Energie dar. Also Elektrizität. Einmal diese Abkürzung, ey. Aber der Max sieht schon ganz gerade aus. You will need to learn how to select units and issue simple commands. Let's start by selecting the ACU itself. Schätze, das ist der Typ hier. Now we're dropping off some rockhead tanks near your current location. Select the rockhead tanks or the ACU and give them a move command to the exit of the facility. The path is marked. Okay, das war ein Dropship, das hat uns mal Panzer gegeben. Das ist, gefällt mir nicht so gut. Die Kamera, dass die invertiert ist. Ja, ist es, muss ich einen On machen oder wie? Hä? Es ist immer noch invertiert. Verstehe nicht. Wenn ich nach links gehe, will ich doch mit der Kamera nach links. Das macht doch irgendwie auch Sinn. Jetzt mache ich mal hier wieder off. Nicht das kann. Ach Gott, ey. Off. Jetzt geht's. Ist trotzdem ein bisschen fummelig noch, aber okay. Okay, wie kann ich jetzt mehrere mit X kann ich irgendwas machen? Ah, mit X kann ich so einen Bereich auswählen und dann alle selecten, oder wie? Hab ich das richtig gesehen? Dann muss ich jetzt nochmal machen. X. Ach, mit X kann ich. Okay. Und mit A? Ach, wenn ich A gedrückt halte. Okay. So. Wenn ich A gedrückt halte, kann ich hier in dem Radius alle auswählen. Mit X kann ich sie wohl hinschicken. Wenn ich X gedrückt halte, laufen sie wohl nur in das Feld rein, oder wie? Nee, was ist das denn? Now, let's try some simple combat. Some nearby energy production facilities have been flagged as enemies. Select your ACU and rockhead tanks and order them to attack the energy production facilities. Funktioniert bis jetzt schon ganz gut eigentlich. Aber ich will es nicht verschreien. Okay, jetzt habe ich alle Selected. Mit Y kann ich das machen. Okay, wahrscheinlich die was bauen. So. Jetzt angreifen bitte. Units will automatically attack when they're within range of an enemy unit. Okay, das greifen wir automatisch an. Ja, optisch für ein Spiel Mitte der 2000er auf der 360 eigentlich ganz okay, ne? Okay, jetzt. Ne? Warum machen die nichts? Es gibt wohl keinen Shortcut, dass ich alle Einheiten des gleichen Typs auf dem Bildschirm selektiere, oder kann ich auch den
Kreis noch erweitern? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann den noch dazu nehmen, das ist ganz nett. Okay, wir greifen jetzt hier noch an. Oh, funktioniert ganz gut. Brauchen wir eigentlich viele Tasten. Good job. They got what was coming to them. An ACU and engineers can be used to capture enemy units and structures. Nee. For example, this nearby warehouse is being used by your enemy. Use the capture ability of your ACU to take control of this facility. Ah, okay, ich kann hier auch so pitchen. Wenn ich den rechten Stick reindrücke, kann ich die Kamera quasi in so eine Top-Down stellen. Das ist doch ganz nett. Weil man kann halt den Winkel einstellen, den man gerne hätte. Das ist cool. Und wie kann ich da jetzt rein? Mit der Taste A? Nee. B? Y? Nö. Weiß ich nicht, habe ich weggedrückt, aus Versehen, weil ich was ausgewählt habe. X gedrückt haben, nee, Doppel X. Nee, au, oh, Doppel X kann ich wohl auch. Arzten sind ein bisschen schneller, glaube ich, weiß nicht. Das ist zumindest am PC, also. Vielleicht mit dem Steuerkreuz. Attack. Patrol. Okay, gibt's auch noch die Möglichkeit? Patrol. Patrouillieren die da jetzt irgendwie? Nee, nicht wirklich. Jetzt patrouillieren sie hier hin und her. Kann man also auch machen. Okay. Wie kann ich jetzt das hier einnehmen? Sehe ich nicht mehr. Oh, Restart will ich jetzt nicht machen. Leute, geh doch jetzt einfach rein, ey. Wenn ich schon hier schalte. Guard Assist. Was ist das hier? Das ist doch das gleiche Symbol. Das Gelbe. Jetzt ist es wieder weg. Ich will einfach mal passen. Nee, geht leider nicht. Naja, dann machen wir halt das Tutorial weg. Ist ja auch egal. Wir spielen dann jetzt einfach mal die Kampagne los. Man kann hier wohl drei verschiedene Kampagnen spielen. Für die Illuminaten, für die Cybrain, aber am Anfang nur für die UEF. Das sind wahrscheinlich so eine Art Marines, wie es meistens so ist. In Strategiespielen, die in der nahen Zukunft angesiedelt sind. Los geht's, Difficulty Normal. Haben wir noch so 10 Minuten. Habe ich ja echt schon wieder 10 Minuten in diesem Tutorial verbracht. Naja. Diese 30 Minuten die Spiele mal auszuprobieren ist doch immer ein bisschen knapp. Zumindest seht ihr mal so ein bisschen die Spiele und ich habe ja auch Bock, die Spiele auszuprobieren. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessant, nachdem es die Spiele nicht mehr gibt. Aber man kann sich es ja immer noch holen, kaufen. Oder vielleicht habt ihr das ja auch in eure Downloadliste gepackt. Könnt ihr es immer noch installieren. Ist hier wohl auch so eine Art Story, wie man hier unten sieht. Wahrscheinlich so auf Command & Conquer Niveau. Ich glaube aber nicht, dass es Realszenen sind. Festivities surrounding the 25th anniversary of the defeat of the Seraphim have been cancelled in light of recent events that have shaken the coalition. Unknown forces attacked a UEF colony on systems the planet Tiresias 2. Increased while tensions are high, they are committed to finding peaceful solutions. External thrust checks three in the green. Alliance? We'll talk to celebrity fitness expert Mort Buckwall. Nose and necks apply directly to the nasal cavity. Dr. Gustav Brackman, leader of the initiating Cyber perimeter nation. Defense systems. The galaxy Mark. Continues to mourn the loss of coalition president. Thousands of channels of news, all of it bad. Okay, Maddox, all units are confirmed in position for the exercise. Roger, let's get this party started. All units, this is a live fire event, so stay alert and alive. Commence exercise in 3, 2, 1, mark. Engage at will. Rockheads at 1 o'clock, 2 clicks. Using overcharge. Engage. Move your bombers into position to target rear artillery. Roger that. Disengaging safeties. Bombers armed and ready. Commence on my mark. Break, Maddox. We're detecting an anomaly in their targeting routines. Break off attack. Break off attack. They're not responding to commands. This is gonna hurt.
about that? Dom? ACU 43 respond. Status report. I'm at 40%. Self-heal enabled. Oh, that was so not cool. They're making another pass. Deploy countermeasures. Affirmative. Target's cleared hot. Missiles away. Good shooting, Migraine. This exercise is a wash. Come on home. Analog out. Wait a sec. Get me an encrypted channel. Not this again. Any unauthorized communication over an encrypted channel is a violation of Coalition Code, Title 18, Section 444.3. Yeah, I'm as aware of that today as I was last week. It's your court-martial, man. Not mine. Encrypted connection established. Hi, sweetheart. How are my two favorite people in the world? Your son is asleep. He misses his father. I miss his father. I miss both of you, too. Dom, you need to come home. I keep hearing that Illuminant are being rounded up in other parts of the system. Those are just rumors. Are you sure? I'm sure. Don't worry about it. I don't know. What did you and George do yesterday? We started work on a school project. You should see it. He's doing amazing work. The other day he was... Okay, die Zwischensequenz cuttet einfach aus. Ist schon ganz schön präsentiert hier, die Story. Habe ich nicht erwartet von so einem Konsolenstrategiespiel oder das auch auf der Konsole erschienen ist. So why am I here? Something big's going down. Controls have been increased all over the planet. Colonel Rogers has been in a lot of closed-door meetings here at command. The comm array is considered a prime target, so you need to get some additional defenses online. Wonderful. Strategic launch detected. Incoming. Enemy units detected. You got multiple bogeys inbound. We have hostiles inside the facility. Engage at will. Worst day. So, können wir auch schon spielen? Ah, okay, mit Y soll ich sowas machen, ne? Wir müssen mit Sneak Attack schon, aber ja, ich bin getäuscht. Oh, man kann sehr weit rauszoomen. Das ist ganz cool. Jetzt müssen wir uns aber mal verteidigen. Guckt ihr mal vor. Was bist du eigentlich? Land Factory. Kann man aber nicht bewegen. Okay, gut. Hier habe ich noch Einheiten. Schick auch mal vor. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier diese Basis verteidigen. Oh, hier unten sind auch die. Schon bauen, alles klar, dann gehe ich hier mal runter. Und man sieht es hier ganz schön, wo noch Gegner sind in dieser Ansicht, wenn man ein bisschen wieder rausgeht. Wo ist jemand? Ich finde ganz gut, die Frame Rate geht aber schon ein bisschen in die Knie. The Cybrans are tearing through the facility. Wo sind denn hier meine. Oh. Die Tote, okay. Got reinforcements on the way. What about air support? Command is withholding air until they can fully assess your status. My status is that I need air support. I'll forward your request to command. Ah, da sind noch welche. Also ich schätze mal, das läuft so ein bisschen wie in den meisten Kampagnen, dass man dann so ein paar Basen hat, die man nicht sonderlich ausbauen muss, sondern mehr Micromanagement betreibt. Und im Skirmish, das ist ja eigentlich die Herzensdisziplin eines Strategiespiels. Da kommt es dann auf Basenbau an. Und dass man die richtigen Einheiten baut. Natürlich ist das hier noch die erste Mission, also da dürfte dann wahrscheinlich noch nicht so viel passieren. Was soll ich benutzen? Die Dinger, oder? Oh, meine Land Factory, okay, das ist die. Diese Lego-Bau hier rechts. The status of the array. All right, we did it. It's toast. That's what I was afraid of. Altair 2 is cut off from the rest of the system. I'll notify command. This may only be the start. Rogers has placed all of the Cybern officers here at command under arrest. Es sieht alles so ein bisschen aus wie Lego Technik oder Bionics oder wie die heißen. Der ganze Look. Das hat mehr so einen Spielzeug-Look.
They're called in the lab coats. Apropos Toys. These are hardly toys, Sergeant. Good day, Commander. Sehen aber sehr wie Toys aus. I'm Dr. Zoe Snyder, Head of Research and CEO of Quantum Vision Works. You have received new technology options from my company, including the Demolisher Mobile Artillery. Your ACU has also received plans for our patented field research station. This structure monitors all battlefield data in real time and uses it to speed up the research process. Mass Extractor. Okay, die sind wohl für die Energieversorgung da, die Mass Extractor. Ne, die sind die Energy Generator. Aber die bauen auch irgendwas ab. Scheint. Da oben sehen wir die Rohstoffe, also wahrscheinlich bauen die diesen grünen Stoff ab, weiß nicht, MA, was auch immer das ist. Magnesium. Turrets. Ah, sehr schön. Turrets, bauen wir mal Turrets. Heavy Point Defense, Land Defense Tower. Gut, Research Stations gibt's auch. Ne, verstehst du? Kann ich nicht mal in Pause-Modus schalten? Ne, das ist mir alles so hektisch hier. So, bau jetzt einfach ein Turret. Das baue ich hier oben hin, ne? Oder? Die kommen doch hier von allen. Oder von wo kommen die denn her? Von hier wahrscheinlich. Am besten hier oben drauf. Kann ich gar keine mehr bauen. Naja, wo soll ich denn hinbauen? Hier. Hier vielleicht. Kann ich mehrere bauen? Nö, jetzt läuft er dahin. Ah, bist du scheiße, ey. Das ist also nicht wie in Command & Conquer, dass man so ein Projekt hinstellt und dann kann jeder Bulldozer quasi das bauen. Nee, das kann nur dieser eine Typ. Der baut alles. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Keep those land factories producing units. Ja, gehen wir nicht auf die Eier. So. Mache ich hier ein paar Units noch raus. Wir können 150 bauen. Ich weiß nicht, wie viel Rohstoff. Wir haben sehr viel Rohstoff, also bauen wir mal sehr viel. Mobile Missile Launcher klingt auch ganz geil. Bauen wir einfach mal hier so ein paar. Das macht immer am meisten Spaß im Skirmish, wenn man sich so ein bisschen abtastet und dann am Ende hat dann jeder sau viele Einheiten. Da gibt es eine riesige Materialschlacht. Das war das zumindest immer in Command & Conquer generelle deutsche Version in Klammern, die ich gespielt habe. Oder das ich gespielt habe. Jetzt weiß ich nicht, so lange haben wir eh nicht mehr. Jetzt, ich hoffe, die greifen nochmal an oder so. Weiß nicht. Das ist ja cool. Jetzt noch 1 Minute 50. Da sollte vielleicht nochmal sich was rühren. Vielleicht muss ich angreifen jetzt. Jetzt irgendwelche Ziele? Ne. Mit der Back-Taste. Resecure the facility with offensive and defensive units. In order to protect what's left, use your ACU and land factors to construct a mix of mobile and towers. Okay, das ist unser Ziel. Wo ist denn meine ACU? Der muss irgendwo hingelatscht sein. Finde ich nicht mehr. Wo ist denn der große? Oh, da kommt Reinforcements have arrived. Ich verstehe nicht, wo meine wichtigste Einheit hingelaufen ist. Ist weg. Und ich bin wieder allein. Ich hab keine Ahnung. Nee, ist einfach weg. Vielleicht kann ich es irgendwie durchschalten? Nee. Ja, die ist wohl für immer weg, die ACU. Schade, RIP. Können wir wohl nichts mehr bauen. Können wir aber jetzt aber auch nicht unser Ziel hier erreichen. Ah, okay, gut. Jetzt nochmal einen schönen Kampf am Ende. Ah, this is bad. You got approaching cyber experimentals, Megalith class. They're not alone. They have a full escort. Machen wir hier noch ein bisschen fighten. Send all of your forces at the Megaliths. Megaliths. Okay, alright. Gibt's nochmal eine schöne, fette Schlacht. Schicken einfach mal alles mitten rein. Hier rechts außen noch. Die kommen hier über die Flanke und greifen mal direkt hier an. Das sind so ein bisschen 80-mäßig. Okay, hier haben wir auch nochmal einige. Und jetzt ist die Framerate richtig auf die Probe gestellt. Alles bis jetzt war ja noch.
Hinterlüftchen. Ja, ja, du halt mal der Mund. Wir haben hier eine riesige Schlacht. Kann man nicht erforschen. Jetzt halt ihr einfach mal die Klappe, dann könnt ihr das ein bisschen genießen. Ah, da oben steht er. Den sollten wir dann vielleicht wegbringen. Oh, jetzt ist er wohl hier noch. Okay, die verfolgen ihn. Der geht auch gleich da ran. Die Hälfte ist schon offen. Experimentals are down. The other units are falling back. Permission to pursue. Negative. Do not abandon your post. Can you get me an encrypted channel? Keiner wird zurückgelassen. Analog. Analog. Attention all commanders. This is Colonel Rogers. As a result of recent events both here in Altair 2 and elsewhere in the system, I've assumed sole command of all forces on this planet. I'll contact each of you to give you your next assignment. The UEF is back in charge. Yo, Buck Rogers hat hier unseren Abo-Watch dann beendet von Feeder. Habe ich nur mal kurz noch eingespielt, wenn ihr das vielleicht hört. Ganz nettes Lied. Von Gran Turismo 3 Aceback, wer sich noch dran erinnert. Hat aber nichts mit Xbox zu tun. Das sind die Xbox Gold-Spiele im März gewesen. Hoffe, war ein bisschen unterhaltsam und informativ. Und dann bis zum nächsten Monat und diesmal vielleicht ein bisschen früher, dass ihr vielleicht die Spiele noch runterladen könnt. Danke fürs Zugucken und ciao.